Wir haben einen neuen Gast, das ist Evelyn Hall. Sie ist Model und jetzt auch Sängerin. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Debüt als Sängerin gegeben. Wahnsinnig aufregend, denn Frau Hall, bei Ihnen darf man es sagen, man darf das Alter verraten, auch wenn es uncharmant ist. Nein, man darf. Sie sind 70 geworden und was man kaum glauben kann. Und wie Ihr Debüt als Sängerin, wie kam es dazu dann im vergangenen Jahr? Naja, also es ist so ganz ist es nicht wie jeder. Ich bin also nicht vom Himmel gefallen. Ich habe ja immer gesungen, weil als Schauspielerin gibt es so viele Stücke, wo man gesungen wird und Musicals. Und man ist nur nicht so, indem man das ganz individuell nimmt. Man verpackt es mehr. Und als ich merkte, dass ich jetzt nicht mehr im festen Engagement bin, wo ich die Zeit nie gehabt hätte, das, also ein Album zu machen, habe ich dann gedacht, so jetzt machst du mal das, wovon du immer schon wolltest, dass man sich nur darauf konzentriert. Und somit habe ich mich dann an jemanden gewandt, der meine Stimme mit dem, was ich mir vorstelle, umsetzen kann. Das hat mein Produzent Franz Plaza gemacht und das ist ein tolles Album geworden. Ich bin überall eingeladen, jetzt gehe ich nach Wien. Wird man Sie dann auch in Hamburg hören können in diesem Jahr? Wir hatten schon mal einen Auftritt, den wir nur für Freunde, aber es ist geplant. Es ist geplant auch mit neuen Stücken. Das heißt, ich muss mindestens noch so ein paar eigene Sachen auch in Deutsch machen. Weil ich ja nur Englisch und Französisch darauf singe, will man jetzt natürlich so ein bisschen auch was machen, was mit Deutsch zu tun hat. Und das passt ganz gut zu mir, weil es eigentlich in meinem Alter, mit meiner Erfahrung, kaum Frauen gibt, die das umsetzen können. Weil das sind alles Lieder, die man heute hört, weil irgendwas durch die Nacht oder ich lieb dich und du liebst mich und so, das kann ich nicht singen. Also es muss schon was mit Hintergrund sein. Und deswegen muss man gute Leute, gute Stücke für mich raussuchen. Das ist das, was ich dieses Jahr richtig anstrengend. Was Sie dieses Jahr angehen wollen. Ja, und Mode natürlich auch. Genau, das wäre die nächste Frage. Was steht da denn an? Wo werden Sie vor der Kamera stehen? Also ich meine, es ist natürlich so, ich komme gerade aus, ich habe vor 3-4 Tagen war ich jetzt in Polen. Da habe ich auch schon einen Markt geöffnet. Viel in England, wird wieder England sein und ganz viel Frankreich. Aber zwischendurch auch sind Sie hoffentlich auch in Hamburg. Wo sind Sie in Hamburg am liebsten? Gibt es hier einen Lieblingsort, den Sie hier haben? Naja, also dieser, mein Alsterweg hier, ich bin ja hier in der Nähe, also meine Alster nimmt mir hier niemand. Und dadurch, dass ich auch hier um die Ecke wohne, ich wünsche mir, dass sie vielleicht noch zuwächst und dass man nochmal so drüber laufen kann. Ein kleines bisschen der Eisprophet nochmal, genau, das ist das Schönste. Das hatte eben ein Kollege erzählt, vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren war es mal so weit, da sind die Gäste über die Alster zum Neujahrsempfang gekommen und zurück. Es ist ja heute Ihr erster. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Das ist ganz toll. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß und alles Gute für das neue Jahr. Das wünsche ich Ihnen auch und danke, dass ich hier sein darf.